Hallo, Ralf Tüttesek hier mit einem neuen Video zum Thema Film oder besser gesagt Filme. Und zwar, ich mal zeigen, ein ganzer Stapel Filme, die ich schon seit längerer Zeit mal sehen wollte. Und ja, die habe ich mir halt so nach und nach zugelegt. Aber die wollte ich nicht behalten. Die werden irgendwann mal wieder verkauft. Aber ich wollte die wenigstens einmal gesehen haben. Zum einen Alien vs. Predator, wo eine Gruppe Forscher eine gewaltige Pyramide unterm Eis in der Antarktis entdeckt, wo die Aliens gegen die Predator-Rasse kämpfen. Dann habe ich mal endlich gesehen Mad Max Fury Road. Ja, Max Rokitansky ist alleine in einer postapokalyptischen Welt unterwegs und ja, also so auf der Flucht vor seiner Vergangenheit halt, ne? Und trifft dann auf Furiosa und schließt sich Furiosa und ihrer Gruppe an. Die fährt einen Truck mit Benzin und ja, die haben halt ein bestimmtes Ziel halt, ne? Aber dann kommen sie doch nicht ran. An und die werden halt von einem Warlord verfolgt. Dann habe ich endlich mal The Big Lebowski gesehen. Ja, es ist halt ein Kultfilm, ne, aber der hat mir jetzt nicht so zugesagt. Ja, Jeff Bridges, genau, der spielt einen Mann namens Lebowski. Ja, aber der Dude genannt wird. Und ja, das ist halt so ein Alt-Hippie. Und der trinkt gerne Cocktails so, raucht Joints, hört um sich zu entspannen, Walgesänge, ne? Und der wird halt in einen Kriminalfall verwickelt. Und er wird mit einem Namensvetter verwechselt. Der auch Lebowski heißt und der heuert ihn an für eine Geldübergabe, aber die geht total schief. Und ja, dann geht das Chaos erst richtig los. Hat mir aber nicht so gut gefallen, der Film. Dann habe ich einen Film gesehen, da spielt nur der Schauspieler Ryan Reynolds mit. Buried, lebendig begraben. Und zwar geht es da um einen Truckfahrer im Irak, der wird entführt und dann lebendig begraben. Ne? Und er hat halt nicht mehr viel Zeit zum Überleben, weil in dem Sarg, in dem er liegt, da geht auch irgendwann mal die Luft aus. Und er hat aber ein Handy, mit dem er Anrufe tätigen kann. Und ja, also er versucht dann Hilfe zu holen, ja, aber ich will das nicht zu viel von dem Film spoilern, falls ihr den noch nicht gesehen habt und den noch sehen wollt. Also mit einem sehr überraschenden Ende. Dann habe ich gesehen Hänsel und Gretel Hexenjäger, also das Märchen von den Brüdern Grimm, etwas verunstaltet, ne? Also Hänsel und Gretel, die betätigen sich als Hexenjäger. Und ja, das Besondere am Film, der ist in Deutschland gedreht worden, ne? Also in deutschen Wäldern spielt er. Dann habe ich endlich mal den Martin Scorsese-Film Shutter Island gesehen, wo Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley und Mark Ruffalo mitspielen. Ja, Leonardo DiCaprio spielt einen US-Marschall, Teddy Daniels, und der wird mit seinem neuen Partner zu der Insel Shutter Island beordert, wo eine psychisch gestörte Killerin entflohen ist. Und es ist aber nicht alles so, wie es scheint in dem Film. Und ja, auch mit einem sehr überraschenden Ende. Aber schaut euch den mal an, der ist richtig gut. Dann habe ich den Film Sicario gesehen. Mit Emily Blunt,
Josh Brolin und Benicio del Toro, genau. Da schließt sich eine FBI-Agentin, Kate Mercer oder wie die heißt, glaube ich, einer Taskforce an, die so an der Grenze der Legalität operiert und halt einen Drogenbaron ausschalten möchte. Und dann habe ich noch den Film No Country for Old Men gesehen, mit Tommy Lee Jones, Javier Bardem und auch Josh Brolin spielt in dem Film mit. Da geht es um jemanden, der findet den Schauplatz eines Verbrechens und eine Tasche mit 2 Millionen Dollar und ist mit dem Geld auf der Flucht, aber wird von einem Killer namens Sugar verfolgt. Und das ist also ein ziemlich brutaler Kerl, der Leute nur so zum Vergnügen killt, ne? Den hab ich heute gesehen. Ja gut, mal ein etwas längeres Video, ne? Ist auch ein ganzer Stapel die Filme, die ich mal schon immer mal sehen wollte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.